Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf ein... Was ist ein Vorschlag? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich das Video auch auf Mini-Ministers Kanal gesehen. Denn da haben wir in letzter Zeit häufiger vorbeigeschaut. Und zwar sehen wir uns heute deswegen an. Upright ist straight, aber... Und ja, das ganze Video von Mini-Minister. Geiler Kanal. Und ich habe Stefan dabei. Wir gehen rein und gucken, was Upright zu sagen hat. Er hatte ja vor kurzem sein Lüttes Comeback gehabt, wa? Der allerechte Hase. Und hallo, liebe SternchenInnen. Die hier gezeigten Personen sehen und reden aus. Ich immer noch das geil. Ist aber nicht nur ihre Schuld. Also habt Spaß und spart Gas, lol. Ja, moin, Leute. Ja, moin, Leute. Abos war wieder auf Trocken am Start, Alter. Der echte Haselampe. Ja, moin, Leute. Abos auf Trocken am Start, meine Freunde. Mit einem aufgenommen. Wahrscheinlich noch mal einen weiteren leckeren Video. Ich weiß, viele von euch denken sich, DG, wo steckst du? DG, wo warst du? DG, was machst du? Wir machen Short Story Long, okay? Man weiß nicht. Digga, wir machen die Short Story Long, Alter. Die Verwüchsler dürfen mal wieder nicht fehlen, Alter. Ich find's so geil. Wurde entführt. Von alles vermeintlichen Freunden, nicht mal von Randoms. Von vermeintlich besten Freunden. Verrückte Zustände. Volles Paket. Das ist ein Endlevel-Szenario. Ich kenne den ganzen Background jetzt gar nicht, aber hätte eigentlich alles für diese ganze Situation hätte gar nicht so stattfinden müssen, prinzipiell. Ne? Und jetzt fragen mich die Leute jetzt, wie gesagt, was finde ich jetzt darüber? Wie denke ich darüber? Weißt du, manchmal bei diesem Dreher, ne? Manchmal brauche ich wirklich eine Sekunde, weil es ich dauert denke, immer kurz, ja. Ja. Bis man es dann realisiert, dass hier gerade etwas gedreht wurde, ja? Weil manchmal denke ich mir, okay, gut, hat man einfach nur real zusammengeschnitten, aber ja. Keine Ahnung, ich lache immer, ich denke mir so, Digga, juckt mich gar nicht. Es geht weiter. Ich kenne keinen Menschen auf diesem Universum, der noch mehr verkackt hat als ich. Und ich weiß auch, von wo das auf kommt. Auf diesem Universum. Naivität nach dem Motto, du lernst Hasen kennen. Am Ende sind das die größten Ratten. Oh mein Gott. Ey, Digga, wirklich ApoRed und seine Hasen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ey, also das würde ich gerne mal wissen. Ist der eigentlich immer noch in Türkei? Oder wo ist der aktuell? Dubai? Boah, ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, Bro, das ist auch wirklich wild, wo der alles ist. Mich würde mal interessieren, ob es mit Mimi eigentlich weiterging. Das habe ich auch gar nicht mehr verfolgt. Irgendwie ist das komplette Untergang. Nee, da kam, glaube ich, nichts mehr, ne? Kam nichts mehr? Okay, wild. Das hat sich so geil aufgebauscht alles, aber irgendwie... Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Skorpion kennengelernt. Ich habe einen Chicken kennengelernt. Ich habe einen Hasen kennengelernt. Natürlich. Das ist auch natürlich. Hase immer so betont. Ein Hasen? Plan gemacht, ab und gut wurde abgezogen von vermeintlich besten Freunden oder was auch immer. Hin und her, Taschen leer. Aber wenn man sich ein bisschen, nur ein bisschen mit Hasen auseinandergesetzt hat, man weiß, Hasen sind absolut falsch. Absolut. Absolut. Und jetzt fragen mich immer Leute, Red, bist du straight? Ich bin ehrlich, ich bin ganz straight, Freund. Ich bin ganz, ganz straight. Aber ich stehe so richtig hart auf zwei 30-plus-jährige Männer. Hart. Okay, das hat sehr schnell eine komplett falsche Richtung hier eingeschlagen. Also ich finde die Richtung sehr, sehr wild, die es eingeschlagen hat. Ich meine, ey, immerhin ist Upright ehrlich, ja? Und jeder, wie er möchte, aber jeder, wie er möchte. Habe ich nicht kommen sehen. Er ist zwar straight, aber ja, auf 32 Männer, da steht er richtig geil drauf. Also, wenn 32-jährige Männer, hast recht, mein Fehler. Ja, wenn ihr 32 seid, dann meldet euch bei Apo Eredi, dem allerechten Hasen. Hart. Und jetzt ist die Frage, ist das normal? Wessen Schuld ist das? Ist das die Schuld von denen hauptsächlich? Weil das ist so ein Ding, ich versuche jetzt einen Punkt einzuleuchten, Freunde. Ihr müsst mal jetzt zuhören, das ist jetzt richtig wichtig für euer Leben, okay? Man muss richtig vorsichtig sein, Freunde. Man muss immer richtig vorsichtig sein, wen lässt man in seinen Arsch rein? Manchmal denkt man sich so, ah, das ist ein cooler Dude. Wir haben die gleichen Interessen. Komm, was ficken. Guck mal, wer sich so ein bisschen mit meinem... Also ich habe, das habe ich mir tatsächlich noch nie gedacht. Das ist witzig, dass das sagt. Aber ich habe mir das tatsächlich noch nie gedacht. Sollte man sich in Zukunft vielleicht mal ein bisschen genauer überlegen. Ich werde mir, also ApoRed ist ja auch ein bisschen älter als ich und er hat auch auf jeden Fall mehr Lebensweisheit. Ich werde das zu Herzen nehmen und in meinen zukünftigen Entscheidungen auf jeden Fall berücksichtigen. Background, so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Er weiß, Digga, ich komme aus der Bam, Bum, Bing, Bada, Bang Szene. Ihr wisst, beste Zeit. Beste Szene, habe ich gehört. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Digga. Und ich bin mit dem, bis heute bin ich mit denen noch alle so. Bis heute. So. Hashtag-Emoji. Ne? So, ne? Was ich damit sagen will, wir kicken bis heute. Und jetzt darüber hinaus, mit meinem Vater, ich bin so. Restküsschen, Linksküsschen, was geht ab? Dies, bam, bum, bada, bing, ne? Mit meinen Geschwistern, Restküsschen, Linksküsschen, was geht ab? Dies, bam, bum, bada, bing, ne? So. Was?
Also ich will gar nicht, also wie eine standardmäßige Begrüßung in der Familie Red aussieht, ist wirklich sehr, sehr wild. Sag ich ehrlich. Kennt ihr, der sollte sagen, ja, ich habe nicht viele Freunde, ich habe nur so ein paar Freunde, aber das sind gute Freundschaften. Denk mir halt, Small, ich habe 30, 40 Chicken und die sind alle behindert langweilig. Und das ist traurig. Und jetzt ist die Frage, habe ich jetzt Glück gehabt? Nein, das ist eine rhetorische Frage, natürlich nicht. Das primär Wichtigste auf dieser Welt ist erstmal auf einer Main-Character-Basis. Millionär werden, also Freunde, was man Wirklich, am Ende... ja. Okay, gut, hat er gut geklappt bei Upper Red, oder? Hat er gut geklappt, oder? So vom Ding her. Was ich daraus lernen kann, ist, ne? Hasen sind die größten Ratten, aber ich bin super zufrieden. Hasen sind die größten Ratten. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann. Allerdings bin ich auch kein Tierexperte. Muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Mein Leben, wie gesagt, ich habe mega viele Freunde gescannt. Und das ist gar nicht böse gemeint. Freunde, ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay? Bis zum nächsten Mal. Bleibt stramm und bleibt süß. Der allerechte Manny. Der allerechte, er nennt sich Manny. Er nennt sich halt leider Manny. Also das halt will. Bleib süß, was? Bleib süß, bleib stramm. Also, okay. Werd's tun, ich werd's tun. Ich werd süß bleiben, ich werd stramm bleiben. Also, wenn ihr auch süß und stramm seid, dann lasst auf jeden Fall dem Video ein bisschen Liebe da. Schaut bei mir zumindest auf dem Kanal vorbei. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar von schreiben. Gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Der allerechte Double-Time-ende-Double-Time-Boss.